Das wird dann besser, ne, wenn man ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Alten Völler Synagoge. Ich freue mich, dass die Synagoge so gut gefüllt ist. Nach Corona ist das das erste Mal so, dass der Raum wirklich voll ist. Und der Anlass, aus dem Sie gekommen sind, verdient auch die volle Synagoge. So denke ich mir. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, aber Sie werden verstehen, dass ein besonderer Gruß dem Leon Weintraub und seiner lieben Frau Eva Maria gilt. Herzlich willkommen hier bei uns in der Synagoge. Es ist wunderbar. Jetzt schon zwei Tage kennenlernen dürfen, seine Frau natürlich auch. Und ich kann Ihnen versichern, das sind ganz wunderbare Menschen. Es ist für mich eine besondere, auch eine Ehre, eine Freude und eine Ehre, euch beiden kennengelernt zu haben. An dem euch merken Sie, dass wir schon per Du sind, also ist überhaupt kein Problem. Es ist wirklich sehr angenehm, mit den beiden zu sprechen. Und Sie haben ja auch ein ganz bewegtes Leben hinter sich, über das Sie nachher sprechen werden. Ich habe Leon Weintraub und seine Frau voriges Jahr im September kennengelernt. Da habe ich an einer Bildungsreise nach Lodz teilgenommen. Wir haben Lodz und Chelmno, also das Ghetto und das Vernichtungslager, kennengelernt, insofern, als das ja jetzt Gedenkstätten sind, aber eben auch sehr beeindruckend. Ganz besonders beeindruckende Gedenkstätten. Chelmno war das erste Vernichtungslager. Lodz war das erste Ghetto, das in Polen nach Kriegsbeginn eingerichtet wurde. Und das Besondere ist, dass Leon als jemand, der schon Verstand hatte, die gesamte Ghettozeit eben miterlebt hat, von 1940 bis 1944, als das Ghetto aufgelöst wurde. Und wir werden gleich die Leinwand darunter lassen und dann sehen Sie den Vorhang, der eigentlich für uns wichtig ist und vor dem Leon dann nachher seinen Vortrag halten wird. Aber ich wollte Ihnen gerne vorher noch ein bisschen was zeigen. Mal sehen, ob es... Ach, ich muss erst mal einstellen. Das ist ein Gebäude, zu dem Leon Weintraub eine ganz besondere Beziehung hat, das Zentrum Dialogo in Lodz, das er mit eingerichtet hat und für das er sich sehr mitverantwortlich fühlt. Das ist ganz in der Nähe von diesem Zentrum. Sie sehen ein Denkmal, ein Mahnmal mit vielen Tafeln. In der Form, das kann man jetzt hier nicht erkennen, Sie könnten das nur sehen, wenn man von oben drauf gucken würde, in der Form eines Davidsterns. Sehr beeindruckend, einfach eine wunderbar gemachte Sache. Und dann möchte ich Ihnen das hier gern zeigen. Das ist aus dem Ort Dobra, eine kleine Stadt in der Nähe von Lodz und Chelmno, aus der Leons Mutter stammt und wo Leon mit seiner Familie und sicherlich auch mit der Gemeinde eben auch ein
eine wunderbare Gedenkstätte eingerichtet hat. Da hat mir heute die Zeit gefehlt, das Foto dafür einzufügen. Aber ich zeige diese Tafel irgendwie mit Hintergedanken. Ich formuliere das so. In Dobra gab es auch einen jüdischen Friedhof. Es gab eine jüdische Gemeinde, also gab es auch einen jüdischen Friedhof. Und dieser jüdische Friedhof war komplett eingeebnet worden. Es gibt da keinen Grabstein mehr. Und deshalb hat man in Dobra diese Tafel angebracht und die Namen all derer und die Geburts- und Sterbedaten all derer, die auf diesem Friedhof beerdigt worden sind. Und das war eine Geschichte, die mich auch für Föhlen sehr berührt hat, weil auch der Föhler jüdische Friedhof auf Befehl des Regierungspräsidenten 1941-42 komplett eingeebnet worden ist. Die Grabsteine sind an den Ortsrand gebracht worden und jeder, der wollte, konnte sich bedienen, zum Beispiel für die Fundamente beim Bauen oder einen ähnlichen Zweck. Am Ende des Krieges waren noch 46 Steine übrig. Die sind wieder zurückgestellt worden. Aber für die anderen fehlt es. Und deshalb habe ich mir gedacht, und wir dann auch im Förderkreis, dass wir jetzt etwas Ähnliches machen wollen wie in Dobra. Wir wollen da einen Stein aufstellen oder etwas aufstellen, ich zeige da gleich was, was eben die Namen all derer enthält, die in Föhl wahrscheinlich auf diesem Friedhof bestattet worden sind. Und das, was wir hier in Föhl machen wollen, sieht so aus. Ich denke, das ist eine ganz würdige Geschichte. Eine tolle Sache mit 160 Namen. Ja, 160 Namen, die wir ermittelt haben, die wahrscheinlich eben hier in Föhl bestattet worden sind. Und das zeige ich jetzt deshalb, weil ich Ihnen gegenüber gerne begründen möchte, warum wir Sie um eine Spende bitten. Die Veranstaltung heute wird ja gefördert und finanziert, auch voll finanziert, von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Deshalb haben wir keinen Eintritt genommen. Ja? Und am Schluss des heutigen Vortrags von Herrn Weintraub wird hinten am Ausgang jemand stehen mit einem Korb. Ich habe aber gesehen, einige von Ihnen waren da schon sehr großzügig. In Ordnung. Um da eventuell dann halt nochmal was für dieses Projekt zu tun. Und ich wollte es Ihnen gern zeigen, was wir mit der Spende vorhaben. Ich denke, das leuchtet dann immer etwas besser ein. Herzliche Bitte, das dann nachher zu berücksichtigen. Und vielleicht gehen Sie dann auch in den Nebenraum hier gegenüber. Dort hat die Buchhandlung Thalia Bücher, vor allem das Buch von Leon Weintraub über sein Leben ausgestellt. Und vielleicht sind Sie ja interessiert, es zu erwerben. Leon Weintraub wird dann da hinten in der Nähe sitzen und gerne das, dann auch die Bücher signieren. So, das war das, was ich jetzt unbedingt sagen wollte. Ich gucke jetzt. Ach so, gut, ich wollte nämlich gerade sagen, ich gucke jetzt zu meiner Frau, ob ich was vergessen habe. Und meine Frau hat mir zugeflüstert: Wir haben ein Gästebuch. Das liegt auch im Nebenraum und wir würden uns freuen, wenn Sie sich dann in dem Gästebuch verewigen würden. Okay. Ja, und jetzt nochmal herzlich willkommen, lieber Leon Weintraub. Warte noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen umbauen. Wir wollen ja die Leinwand wegmachen und so. Bleib noch einen Moment sitzen und wir arbeiten ein bisschen. In 5 Minuten sind wir fertig. Ja. Ich möchte mich zuerst sehr beim Herrn Karl-Heinz Stadler und seiner Frau Birgit bedanken und für die Mitarbeiter von ihm. Ich beginne aber auch
für diese wunderbare Stelle. Die alte Synagoge, ich habe keine Worte der Bewunderung und auch Erstaunen, was sie zustande gebracht haben. Meine lieben Damen und Herren, im Namen Leon Weintraub, geboren in Lodz am 1. Januar 1926, damit bin ich jetzt im 98. Lebensjahr. Ich wäre nicht erstaunt, wenn Sie sich die Frage stellen, was motiviert diesen alten Mann, sich die Mühe zu geben, vom fernen Stockholm nach Deutschland zu kommen, in einer Stelle wie Korbach. Ich habe von dir nie vorher gehört haben, zu kommen und vor deutschen Menschen über seine persönlichen Erfahrungen in den 12 Jahre dauernden tausendjährigen Reich Hitlers zum Aufzutreten und zu berichten. Das Wort persönlich ist wichtig, denn ich habe keinen Geschichtsunterricht hier, sondern ich will nur das, was ich persönlich erfahren habe, sozusagen erlitten habe, was mir angetan wurde, berichten. Aufgewachsen in einer jüdischen Familie. Ich war der 5. von 5 Kindern und endlich ein Kaddischl. Das Wort Kaddischl kommt von Kaddisch, das Totengebet. Und das war der Wunsch eines jeden jüdischen Familienvaters, ein Kaddischl zu haben, der an seinem Grab dann das Totengebet Kaddisch sprechen kann. Leider konnte ich das nicht tun, denn mein Vater ist gestorben, als ich nur 1,5 Jahre alt war, im Juni 1927. Also meine 4 ältere Schwestern waren 6, 5, 4 und 2 Jahre älter als ich. Somit war ich in der glücklichen Lage, als Kleinkind von 5 Müttern betreut zu werden. Es war nicht immer so angenehm, 5 Kontrollanten zu haben. Die frühe Kindheit habe ich nur einige frühe Bilder. Aber dann, nach dem Tod meines Vaters, hat meine Mutter alles, was sie nur konnte, veräußert und dann eine kleine Wäscherei aufgerichtet hat im Zentrum der Stadt. Lodz. Ich habe klein gesagt und die Wirklichkeit ist doch klein als klein. Denn Eingang von der Straße, daneben Schaufenster, rechts Regale für die fertige Wäsche, 2 Verstallungen, hinter der ersten beim Schaufenster ein Tisch und 2 weitere Arbeitstische, die abends zu Betten für meine Schwestern wurden. Eingang zum nächsten Raum, länglich mit Ausgang zum Hof, sowie das Wäschlein nach dem Teebuchstaben. Links ein Küchenschrank mit 2 Betten dahinter für Mutter und mich. Dann kam eine große Balje mit der Handmangel und einem, habt ihr schon mal erlebt, ein Waschbrett? Mhm. Holzrahmen mit gewälztem Blech. An der Decke angebracht, solche Leisten für die Aufzüge zur Wäsche zu trocknen. Rechts beim Ausgang ein eingebauter Kessel mit Feuerstelle und die sogenannte weiße Wäsche zu kochen. Das war, ich kann das nicht Wohnung nennen, die Behausung, Arbeitsplatz und Behausung für 5 Personen, Mutter und ihre 5 Kinder. Bei Juden gibt es den Brauch, dass die Brüder des Verstorbenen verpflichtet sind, sich der Witwe anzunehmen, sogar bis zur Heirat, wenn sie nicht bereits eine eigene Familie haben.
Und meiner Mutter wurden viele Vorschläge vorgelegt, aber sie hat gesagt, nein, ich will allein um meine Kinder besorgen, ich will keinen anderen, und hat wirklich ihr Leben buchstäblich uns gewidmet. Denn vom Privatleben in der beschriebenen Behausung war keine Rede. Auch heute noch überlege ich mir und bedauere zutiefst meine Schwester, die war schon bei Kriegsausbruch 19, 18, 17 Jahre. Die hatten kein Privatleben. Es war nicht möglich, jemanden, einen Klassenfreund oder Bekannten einzuladen. Das war unmöglich. Ich habe auch niemals jemanden auf meine Klasse eingeladen. Meine Mutter hat zwar versucht, mich der Religion näher zu bringen, indem sie mich in den Hedel geschickt hat, aber da war ein Raum. Ich bin ja geboren auf der Salzstraße 12 gegenüber unter Nummer 5 gab es einen Cheder im ersten Stockwerk. Ein Zimmer, vielleicht 3x4 Meter, 20, 30 Jüngelchen. Das war eine jüdische Jugendschule. Und da stand vorne ein alter Jude, der vor sich was hingesprochen, eine mir völlig unverständliche Sprache. Die Sprache des Alten Testamentes. So dass, als wir dann umgezogen sind in diese kleine Wäscherei, habe ich aufbegehrt und Mama gesagt, Mama, ich will da nicht mitmachen. Ich verstehe nicht, was er da sagt da vorne. Und meine liebe Mutter hatte genug zu tun, um uns 5 Kinder über Wasser zu halten. Sie hatte nicht die Kraft, mich zu zwingen, in einen solchen Heller wieder zu gehen. Und meine Kenntnisse über die jüdische Religion, mosaische Religion, habe ich mir erst später durch Anlesen und persönliche Berührung als Erwachsene ein bisschen näher kennengelernt. Im 7. Schulanfang nochmal zur polnischen Schule, denn zu Hause haben wir Jiddisch gesprochen. Und das war für mich wie eine Oase, helle Räume. Es war nur Jungschule, er war nicht mit Mädchen zusammen. Und da ich schon mit 5 Jahren fließend lesen konnte und Bücher geliehen auf der Bibliothek, war es für mich sehr einfach, die Erkenntnisse anzueignen, was ich auch sehr gerne getan habe. Ich habe niemals geschwänzt, außer im Winter, als strenge Frost war, ich hatte keine Winterschuhe. Ich muss jetzt an der Schule wegbleiben, zu meinem Bedauern, habe ich niemals bewusst einen Tag ausgelassen. Ich war in guter Schule, gute Noten, und nach dem 6. Schuljahr im Juni 1939 habe ich nach gewissen Testen wurde ich eingestuft in die Humaniora-Linie und einen Freiplatz bekommen im Józef-Piłsudski-Gymnasium in Lodz. Den Sommer 1939 habe ich bei meiner Tante verbracht, wo ich meine Mutter zur Rekreation aus der verrauchten Textilstadt Lodz mit hunderten Schornsteinen. Diese Rekreation fand statt bei meiner Tante Hadassa, Mutter von 10 Kindern. Das Häuschen stand in der Klosterstraße 6, gegenüber war Benediktinerkloster, der goldenen Kuppel. Und das kleine Häuschen war Eingang vom Flur in die Stube für die Eltern, damit ein Tisch, ein Bett, Holzfußboden, Eingang zum Küchenteil, also schon Lehmfußboden. Und dann Ausgang zum Hof, mein Onkel Hemi Lenschitzki hatte ein Fuhrwerk wie im Wilden Westen, die Stationwaggons. Mit 2 starken Pferden hat die Aufträge von den Kaufleuten auf den Markt aufgenommen und nach Lodz ins
Grossistenlager, die Waren geholt und abgeliefert. Die Pferde kannten den Weg, ich habe einmal das mitgemacht. Und die Pferde wussten genau, wohin sie sollten. Da habe ich zum ersten Mal eigentlich sehr körperlich den Antisemitismus erfahren, als zwei meiner Cousins, die zwei Pferde zum Fluss Warta, das Städtchen hieß Warta, das wurde später Wartegau, eingegliedert in das Dritte Reich, die Pferde zum Fluss gebracht, zum Saubermachen. Und das erste furchtbare Erlebnis, sie wollten mir Schwimmen beibringen, habe mich in der Mitte des Flusses hingebracht und freigelassen, schwimmen. Ich war ein Ertrinken und seitdem habe ich großen Respekt vor Wasser. Ich kann nur auf dem Rücken schwimmen, denn dann kann ich die Atmung kontrollieren. Aber auf dem Bauch, dann ertrinke ich unter das Wasser. Und da habe ich das jüdische Leben kennengelernt. Es war sehr ärmlich, nur einmal in der Woche am Freitag Hühnersuppe, gefilterter Fisch, denn sonst im Wochentag ist ein Stück Brot, Butter, ein bisschen Zucker bestreut aus der Reihe. Aber ich kannte mich vom Sido ablesen, das Althebräische. Ich habe nur so getan, als ich mitmache, das Beten. Aber das würdige Lebensart meiner Familie in diesem Städtchen war dann, das war da ehrfürchtig. Jeden Tag tagsam, dass man in Ruhe gelassen wird. Keine Pogrome, keine Verfolgungen und kein Klag. Begnügsam, dankbar für jeden Tag, den man überlebt. Nach Hause gekommen an diesem Sommer 1939, voll Erwartung, im Gymnasium meine Bildung anzufangen. Am 1. September ist etwas eingetreten. Anstelle von Schulanfang hat die Nazi-Wehrmacht Hitlers Armee Polen überfallen unter fadenscheinigen Erklärungen, wie heute Putin Ukraine angefangen hat, auch unter lügenhaften fadenscheinigen Erklärungen. Und ich kann mich deutlich erinnern wie gestern, ich sehe das genau, nicht nur mit meinen Augen, aber vor allem mit meinen Ohren, den Einmarsch der deutschen Truppen nach Lodz. Die Stadt wurde ohne Schuss aufgegeben. Und die Hauptstraße kam an, die fast unendlich scheinenden Kolonnen von hochgewachsenen, gesundheitsstrotzenden jungen Soldaten und das Geschmettere der nagelbesogenen Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster. Nur der Gedanke daran ruft bei mir kalte Schauer an meinem Rücken hervor. Und das weckte keine Achtung, das weckte mir Furcht, denn die strahlten so eine Kraft aus, das Ding kann nichts widerstehen, die werden alles, was ihnen in den Weg kommt, zerschmettern. Sofort nach der Einnahme der Stadt kamen Anschläge, Verbote, vor allem für die jüdischen Einwohner der Stadt Lodz, Ausgangsverbot nach 6 Uhr und so weiter. Nach kurzer Zeit, ich kann nicht genau sagen, nach wie vielen Tagen, ich gehe raus auf die Straße und sehe gegenüber, das war die Steinstraße, die wurden Nummer 2, Nummer 1 war an der Ecke einer Apotheke. Aber da sah ich eine Gruppe mit grünen Uniformen, bekleideten Soldaten, also Wehrmachtsoldaten. Die umringten einige alte Juden. Und als ich näher kam, habe ich zu meinem Ergrauen gesehen,
geeignete Soldaten mit dem Bajonett den Bart eines alten Juden abschneidet, aber so brutal, unvorsichtig, mit Haut, hat furchtbar geblutet. Ein Schock. So behandeln siegreiche Soldaten arme, alte, zivile Menschen. Unfassbar für mich. Nach zwei Monaten kamen Anstiege und der Aufruf vom Oberpräsidenten dieser Region Friedrich Überhöher, und er verkündete, ich will zitieren, zwei Sätze: Die Errichtung des Ghettos ist eine vorläufige Maßnahme. Ich vorbehalte mir das Recht zu bestimmen, die Zeit und die Mittel, mit welchen das Ghetto und damit die Stadt Lodz von allen Juden frei wird. Unser Ziel ist, diese Festbeule ein für alle Mal auszurotten. Da wurde ich ein Teil dieser Festbeule. Schon im Dezember sind wir umgezogen. Uns wurde ein Zimmer zugeteilt. Wir wohnen zwischen 8 Personen, nicht nur Mutter mit ihren 5 Kindern, ihre 10 Jahre ältere Schwester mit ihrem Mann Michał und Ewa Widowski waren zusammen. Wir haben ein Zimmer zugeteilt bekommen in der Wilkauer Straße 39. Das war dann eine Änderung angetreten. Wir sind umgezogen in eine Wohnung, in der wir schon bis zur Liquidierung des Ghettos im August 1944 an der St. Jakobstraße, umbenannt in Rembrandtstraße, Eingang vom Hinterhof, erster Stock, Tür aufgemacht, Küchenschrank, rechter Küchenteil und links der Wohnraum, ein Tisch in der Mitte, ein großer Kleiderschrank und der gegenüberliegende Wand. Und da hausten wir zeitweise 9 Personen, als mein Cousin Leon Wenschitzki aus dem Tschetschen Warta, nachdem er vom Roten Kreuzkampf aus dem Warschau entlassen wurde. Er wurde verwundet als polnischer Soldat am 21. September und ihm wurde der linke Unterarm amputiert. Kleines Vorausschicken. Ich habe ihn getroffen in Israel, war gestorben mit 86 Jahren, hat überlebt sowohl das Ghetto und dann Auschwitz-Birkenau. Die Häftlinge, die Funktion hatten, Kapus, haben ihn geachtet als Soldaten, geschont, immer hinterreingestellt beim Appell, beim Abzählen, den Armsturm bedeckt mit einem Kleidungsstück, dass es nicht erkannt wird. Sonst würde er sofort in die Gasfalle kommen. Eine kleine Abweichung. Das Ghetto wurde errichtet und darüber gibt es eine sehr, sehr ausführliche Literatur, nicht nur von Überlebenden, aber auch von den Tätern. Es wurde die Idee des von den Nazis ernannten Ältesten der Juden, Nordheim Runkowski, Vorsitzender des Judenrates, von den Nazis ernannten Judenrates. Da kam der Chef der Ghettoverwaltung, ein Bremer Kaufmann, Hans Biedhoff. Das ist einer der wenigen Namen, die ich aus dieser Zeit bewahrt habe. Denn uns hat sich später kein SS-Mann vorgestellt oder kein Funktionär, Kapus genannt im Konzentrationslager, Lage vorgestellt. Die Idee war, Heim Runkowski hatte die Vorstellung, dass solange wir den Nazis nützlich sind, angewandt werden können, da haben wir eine Chance zu überleben. Das hat sich auch zum großen Teil bewahrheitet, denn die meisten Juden aus Ghettos haben aus dem Ghetto Lismarstadt, in Lismarstadt überlebt, etwa 10.000, von
etwa über 250.000 vor Krieg. Wir waren nach den Polen etwa 50%, dann Deutschen ungefähr 20%. Über ein Drittel der Bevölkerung waren jüdischer Herkunft. Mir wurde zugeteilt Arbeitsplatz, nicht Betriebe, Fabriken, sondern Ressorte genannte Einrichtungen. Zuerst als Galvanisierungswerkstatt, dann eine Klempnerei als Strafe versetzt, ich habe etwas verbrochen. Und glaubt mir, es war eine Strafe. Denn mit bloßen Händen, ohne Schutzhandschuhe, Bleche mit scharfen Kanten zu fälzen, zu Behältern für Beförderung von Ammunition, tiefe Wunden, Handflächen, die auch geheitert haben, das war eine Bestrafung. Zu meinem Glück wurde diese Abteilung aufgelöst und ich wurde versetzt in ein anderes Gebäude. Und da wurde ich verwiesen, die elektrische Abteilung. Ich habe sogar ein Bild nach dem Kriege bekommen von der Werkstatt. Ich sitze zweite von rechts. Der Meister, mein Vertreter, die Gesellen. Das war schon ganz andere Beschäftigung mit mehr Gehirn als Hände, Motoren wickeln, Schaltungen lernen, aus einem Arbeitsmoment, bei dem ich, kann man ruhig sagen, Blut geschwitzt habe, nämlich durch die dicken Wände, Ziegelwände, Leitungen zu führen, musste man eine Öffnung schaffen. Von Bohrmaschinen gab es keine Rede. Wir hatten eine sogenannte Schlagrohr. Ein Eisenrohr verzahnt an einem Ende und zugeplattet am anderen mit einem schweren Hammer, Millimeter für Millimeter sich durchschlagen. Das war eine schwere Arbeit. Der Alltag im Ghetto in Lismannstadt, ich betone das, weil in meiner Geburtsstadt Lodz gab es niemals ein Ghetto. Das Ghetto wurde errichtet von den Nazis in meiner Geburtsstadt Lodz und die Stadt wurde auf Hitlers Befehl umbenannt in Lismannstadt nach einem General aus dem Ersten Weltkrieg, Lismann. Wir hatten solche Blätter bekommen, aufgedruckt, Coupons, genannte Rationen, Lebensmittel. Es gab kaum in den Verteilungsstellen das, was auf diesem Blatt aufgedruckt war. Die Hauptnahrung war, wir haben pro Woche, pro Kopf ein Leibbrot bekommen, etwa 2 Kilo. Meine große Schwester Lola hat Mama ausgeholfen und hat das übernommen, jeden Morgen ein Leibbrot rauszuholen und für uns 1/8 geschnitten. Das musste reichen den ganzen Tag. Bei der Arbeit haben wir eine dünne Suppe bekommen und am Abend versucht der Mutter etwas zusammenzubohren. Meistens war es ein Alltag. Und der Gedanke daran ruft bei mir Übelkeit hervor, nämlich diese ovalen, gelben, mit einem besonderen Geruch, Kohlrüben, eigentlich Viehfutter. Das war eigentlich Alltagsspeise. Und da kommt das Wort auf, das ich euch näher erklären möchte. Wir als Schüler, aber auch als Erwachsene, kann es vorkommen, dass ihr am Tage so beschäftigt seid, dass ihr Mittagszeit, Lunch, Überspringen gezwungen seid. Dann glaubt ihr, dass ihr am Abend furchtbar Hunger habt. Glaubt mir, das ist kein Hunger. Das ist vielleicht ein gesteigerter Appetit. Aber Hunger vom September 1939 bis zur Befreiung durch die französische Armee, so um den 20. April 1945.
Also 7 Monate, 5 Jahre, 7 Monate, 3 Wochen, mit einer einzigen Ausnahme, nur ein Hunger, buchstäblich, das Wort ist wirklich buchstäblich zu nehmen, gelitten habe. Nicht einschlafen können, aufgrund des bohrenden, schmerzhaften Gefühls der Magengegend. Aufwachen mit dem schmerzhaften Gefühl des Hungers und das Gehirn war nur aus einem Gedanken ausgefüllt. Wir konnten Befehle ausführen, Arbeit verrichten, aber Gedanken waren, wie kann ich etwas zu essen bekommen, um den Magen zu füllen. Das war Hunger. Aus dieser Zeit in Lissmannstadt will ich nun noch einen Vorgang berichten. 1942 im September kamen die Nazis zur Einsicht, dass es unhaltbar ist, Menschen mit zu ernähren, die nicht im Arbeitsprozess eingesetzt sind, nämlich alte Menschen, Kranke und Kinder unter 10 Jahren. Da wurde die sogenannte Sperre ausgerufen, ein Häuserquartier wurde umringt durch die deutsche und jüdische Polizei, denn das Ghetto Lissmannstadt war verwaltungsmäßig dem Judenrat überlassen. Ich habe kaum einen deutschen Soldaten in diesem vielen Jahr wieder gesehen. Und es wurden alle über 65, alle Kranke und Kinder unter 10 und zum Verzweifeln der Mütter auf Säuglinge auf den Armen der verzweifelten Mütter gerissen, rücksichtslos, erbarmungslos. Und da verschwanden innerhalb einiger Tage 15.000 bis 20.000 Einwohner. Eine tiefe Trauer hatten wir dann in der nächsten Zeit. Dann kam das Jahr 1944, es kamen Gerüchte auf, eine Änderung und dann wirklich kamen Aufschläge, Anschläge an den Wänden und hört genau zu, eben die Niederträchtigkeit, den Zynismus der Nazis. Da stand auf diesen Anschlägen, dass die Front näher kommt und dass wir nicht ins Feuergefecht kommen, in Sorge um unser Wohl, wie das Ghetto aufgelöst und überführt in die Tiefe des Dritten Reiches in Sicherheit. Die Ausrüstung der Ressorte, also der Betriebe, Fabriken, wird folgen. Und wir werden weiter für die Aufträge der Wehrmacht arbeiten können, zum Wohl der deutschen Wehrmacht. Wir haben ja im Ghetto, ich habe hier auf Ghetto Glück gehabt, wertloses Papier außerhalb des Ghettos. Wir wurden mit 5 Mark pro Tag belohnt und der Buchführer Walter Gennerwein war ein begeisterter Fotograf. Ich habe gelesen Briefe von ihm an die AGFA mit Berichten über die Qualität der Farbfotografien und beanstandet, dass sie manchmal zu blau waren, zu violett. Er hat die Buchführung gehabt und kann alle Einwohner im Ghetto, da wurde im Standesamt auf der anderen Seite, auf der arischen Seite, durch Polen geführt. Es gibt von meinen einzigen, was ich weiß, Überlebenden aus der Vorkriegszeit, aus meiner Klasse, Schule Krakowski. Er war Historiker, ist nach Deutschland gefahren, hat mit zig Dollar Kopien gemacht von den ganzen Einwohnern, Meldeamt, alle Namen. Es gibt viele Bände, Ghetto Names,
Und auch meine Familie, ich habe hier einen Ausdruck, eine Abbildung, Fotografie von diesem Original Buchführung. Da steht Rembrandtstraße 7 und meine ganze Familie an Namen aufgeführt. Und dann kam die Zeit, wo die einzelnen Restaurants abgeführt wurden. Die wussten nicht wohin und niemals im Voraus gesagt, warum, wohin und wann befördert ist ein großes Wort. War es wirklich ein unwürdiges. Wie man so geartet ist, wir wussten, was wir haben. Und jedes Ungewisse war furchteinjagend und wir versuchten, das zu vermeiden. So habe ich den Einfall gehabt, den Kleiderschrank von der Wand abgerückt. Ein Verspalt von 30, 40 Zentimeter nur. Und als wir hörten auf dem Hof, dass etwas los ist, meine 7 Leute, Mutter, meine 4 Schwestern, Tante Eva, die 10 Jahre älter war, wie ich schon erwähnt habe, und der Cousin Leon. Ich habe 2 Stühle da vorgestellt, ein bisschen gerümpelt, um den Spalt zu verdecken. Am Schrank hochgeklettert, mich dazugesetzt, Tür aufgelassen, keine Rücksäcke, kein Gepäck, nichts da gelassen. Da hörten wir wirklich einige Male, denn wir haben wiederholt diese Aktion durchgeführt, im Verdacht, dass sich Leute versteckt haben. Und da hörten wir die Stimme, aha, wir sind schon abgeführt worden. Und bei diesem letzten Mal hörten wir eine Stimme. Finden wir jemanden, bitte sofort anstelle erschossen. Und meine Mutter konnte sich nicht beherrschen, ausgerufen, nur nicht schießen. Habe ich die Stühle von innen weggeschoben, rausgekommen, ich, Mutter, 3 meine 4 Schwestern, Tante Eva und meine jüngste Schwester, 2 Jahre älter als ich, Schwester Rosa, ist da drin geblieben. Versteckt im Spalt und Kriegsinvalide Leon auch. Ich war so erstaunt, dass da 6 Leute aus diesem Spalt rauskommen. Die haben nicht mal nachgeschaut, ob noch jemand da steckt oder versteckt ist. Wir wurden dann zum Sammelpunkt gebracht, in einem frühen Gefängnis. Dann kam am Nachmittag unsere Schwester Rosa dazu und sagte, sie folgt nicht, weil sie mit einer Gruppe junger Sozialisten ein Versteck gefunden haben und wollen abwarten, die Befreiung der Stadt durch die Rote Armee. Da wird etwas vorausschicken. Wir wurden doch entdeckt, nach Auschwitz-Birkenau gebracht, von dort ist sie gekommen, nach Stutthof zu. Und dann von dort nach Richtung Königsberg zu Eisenbahn arbeiten und dort ist sie verschollen, also umgebracht worden, dort gestorben. Am Morgen kam ein Güterzug an, gedeckte Waggons, und wir wurden verladen und so viele Leute reingepfercht, dass wir nur eng nebeneinander stehen konnten, keine Rede von hinlegen oder hinsetzen. In der hinteren linken Ecke hing eine Pilzdecke, dahinter ein Kübel für die Notdurft. Der Zug setzte sich in Bewegung. Und was mir es vor einigen Jahren auffiel, in meiner Erinnerung, ich höre keine einzige Stimme. Die ganze Fahrt, es wurde Tag, Nacht, wieder Tag, die ganze Reise, keine Proteste, keine außergewöhnliche Empörung der Enttäuschung.
kein Gewimmern, kein Schreien, kein Weinen, eine wirklich lebende Stille. Als ob wir alle gelähmt wären von dieser furchtbaren Überraschung. Denn in so einer Form werden doch nicht Menschen zur künftigen Arbeit befördert. Das stimmt doch etwas nicht. Und die Überraschung war sehr groß. Da kam eine große Überraschung. Die Tür wurde aufgerissen durch merkwürdige Gestalten, durch Anzüge grau, weiß, blau, Streifanzüge genannt. Und wir hörten nur das Wort raus. Ich hatte meinen Rucksack, meinen Arm und ich sehe, buchstäblich, ich sehe die Augen und das Gesicht dieses Funktionärs Capo genannt. Er beugt sich runter, reißt meinen Rucksack aus meinen Armen und ich rief auf, aber meine Briefmarkensammlung. Und da höre ich die Stimme, Briefmarke? Hier braucht man keine Briefmarke, hier bist du nicht zum Leben gekommen. Ich habe noch nicht wahrgenommen, wohin wir gebracht wurden. Und denkt mir, was redet denn da für Unsinn? Wir sollen doch hier zum neuen Arbeiters kommen, weiter für die deutsche Wehrmacht zu arbeiten. Da wurden die Frauen nach rechts befördert, die Männer nach links. Ich habe Mama zugewinkt, Mama, wir sehen uns drin. Und dann trat nach vorne eine Gruppe schwarz Uniform, also SS-Männer. Welche davon, der Berüchtigte, ich würde nie seinen Beruf nennen, er war unwürdig dieses Berufs. Mengele, nach vorne laufend, auf einmal sehe ich im Augenwinkel einen Zaun, Stolpen, Stacheldraht, aber darüber hinaus auch weiße Isolatoren mit Leitungen. Als Elektriker war mir sofort klar, Strom führte Leitung an Zaun. Wo bin ich geraten, dass sowas geschafft wurde? Nach vorne gekommen, kam der berühmte Daumen. Arbeitsunfähig, kräftig, alt, rechts, also zu Gaskammer. Und wurde an diesem Tag sofort, so um den 18., 20., August 1944 meine Mutter ermordet, mit Tante Eva auch. Ich kam nach vorne, so schmächtig ich war, aber aufrecht, nach links verwiesen, also tot auf Aufschub, erst einmal zur Arbeit fähig eingestuft. Dann wurden die Fingerei aufgestellt, ins Lager geführt, dass es außen Birkenau war, hatte ich keine Ahnung, erst nach dem Krieg erfahren. Das erste Gebäude war der Anfang der Prozedur der Entwürdigung und Entmenschlichung. Angefangen, alles Persönliche abzugeben. Dann kam die Dusche. Die nächste Stufe war eine Reihe Häftlinge mit Haarschneidemaschinen. Da war eine große Schlange hinter einem. Die hatten sehr eilig, sodass mit den Haaren auch manche Hautfetzen mitgekommen ist. Das hat dann furchtbar gebrannt bei der Desinfizierung mit einer öligen nach Carbon übergerichteten Flüssigkeit mit einem Mop, den man heute Fußboden sauber macht, eingetaucht und der Unterleib, der Arm, Kopf bestrichen hat, furchtbar gebrannt, eben diese verletzten Stellen beim Haar entfernen. Dann beim Ausgang aus dem Gebäude standen wieder Häftlinge und zugeworfen mein Hemd, Jacke, Hose. Ich habe eine Hose bekommen, wo drei Platz finden konnten und da fing der Austausch an. Ein Großgewachsener hat eine kleine Hose bekommen. Dann wurde hingewiesen auf einen Haufen Holzschuhe und wir wurden dann in Blocks, nicht Baracken genannt, sondern Blocks aufgeteilt. Ich kam als Jugendliche im Block Nummer 10. Wir wurden nicht in Arbeit eingesetzt, kein Arbeitseinsatz. Wie ich später erfahren habe, war diese Gruppe Häftlinge eine Arbeitskraftreserve,
kann eine Anforderung von Krupp oder Siemens oder Düren, Ingelheim, die brauchen 200 oder 300 Arbeitskräfte, wurden auf diese Gruppe, die entsprechende Gruppe gebildet und dann bekleidet und neben dem Arbeitsplatz befördert. Es war Hochsommer 1945, sehr heiß. Aus der Baracke, aus dem Block getrieben zum Appell, zum Abrechnen. Mittags einige Häftlinge zur Lagerküche gebracht, kam ein Kessel von Suppe an, große Schlange, hatten keine Teller bekommen, einen Löffel in die Hand, eine Schüssel für vier Personen. Habe ich gelernt, dann schnell die Hand zu führen, von der Schüssel mit Suppe zum Mund. Dann gab es noch etwas übrig am Boden dieses Kessels. Man konnte sich anstellen für einen sogenannten Nachschlag. Ich war sehr vorsichtig, als ich gemerkt habe, dass der Kapo, der Essensverteiler, die Kelle tief gesetzt hat und manchmal mit Inhalt in der Schüssel gelegt hat. Aber manchmal auch sich den Häftling angeschaut und mit der Kelle auf den Kopf geschlagen, einen richtigen Nachschlag. Da habe ich vermieden, mich nie in die Schlange gestellt für den Nachschlag. So gingen die Tage, keine Uhr, keine Ahnung, wie die Tage waren. Und eines Tages war noch ein Quäntchen von meinem Bewusstsein in meinem schwachen Gehirn. Sah ich zwischen Block 16 und 18 eine große Gruppe nackte Männer. Als ich gefragt habe, zeigten sie mir, wir sind nummeriert worden, also tätowiert auf dem linken Unterarm, und wir waren auf Kleidung, um raus zur Arbeit gebracht zu werden. Und das Wort raus wurde ein Symbol. Ich habe das Wort rausreagiert als Reflexhandlung, ohne zu überlegen, nur links und rechts, keine SS-Männer, keine Wachen, keine Kapos, im Schatten der Welt die drei schon halb zerschlissenen Kleidungsstücke abgeworfen und mich tief in diese Gruppe zum Transport vorbereiteten Häftlinge eingedrückt. Zu meinem Glück wurde ich nicht kontrolliert, als sie zur Kleiderkammer gebracht wurden, bekleidet wurden und zum Zug gebracht. Wir landeten dann in einem Außenkommando des Konzentrationslagers Großrosen, Kommando Dirnau, und als sie erfahren haben, dass ich Elektriker bin, wurde ich aufgefordert, als Maststeiger für Stromversorgung für die in dem Gebirge ausgebombten großen Säle für künftige Waffenfabriken, also die Leitungen zu führen für die Stromversorgung. Das Arbeitskommando hat den Stolpen aufgesetzt. Ich habe meine Steigeisen an meine Füße angebracht und hochgeklettert, einen Gürtel gespannt um den Stolpen, zurückgelegt und konnte die Isolatoren anbringen und die Leitungen dann Stolpen für Stolpen. Das hatte den großen Vorteil, dass ich zuerst einmal vom Arbeitsleiter vor dem Kommando vom Lager abgeholt wurde und wurde nicht untersucht, ich habe da nicht gefilzt. Da konnte ich fragen, meine Decke in ein Dreieck zu falten, um die Brust zu spannen und hinten die Ecken ein Stück Draht zu verbinden, um wenigstens die Brust zu schützen vor der Kälte. Wir hatten ja keine Winterkleidung. Es kam ja dann der Winter, Oktober, November, Dezember, Januar. Die Strafe wäre, wenn sie mich dabei entdeckt hätten, 25 an den nackten Hintern. Der zweite Vorteil war,
Unsere Wache war meistens junge SS-Männer. Die haben sich fürchterlich gelangweilt. Und da kam es vor, fast täglich, dass so ein junger SS-Mann nahm sein Gewehr am Lauf und ging dann und schwenkte mit dem Gewehr und kam ein Kopf eines Häftlings im Weg des Kolbens. Umso schlimmer für den Kopf und nicht für den Kolben. Und dass sie täglich, fast täglich, ein bis zwei Leichen ins Lager schleppen mussten. Es gab noch andere, ein Inzident will ich noch beschreiben. Ich habe gesagt, gab Zeichnungen von diesem Vorgang bei einem ungarischen Häftling. Nämlich von dem Arbeitsplatz marschiert zurück ins Lager. Beim Eingang standen zwei Häftlinge, ein in meiner Statur, ein hochgewachsener Erwachsener und dabei zwei SS-Wachen. Wir sind kaum in den Baracken gekommen, als kam Gong, 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 sondern auf dem Appellplatz. Da sahen wir schon aufgestellt diese Einrichtung mit zwei Schleifen, Seile, ist mir gebraucht das Wort entfallen, Galgen. Und zu unserem Grauen, als sie den Hocker unter den Füßen des Erwachsenen weggenommen haben, fiel er platt zur Erde. Das Seil war morsch, alt, gerissen. Und die Zeichnung habe ich hier davon. Es wurde ein neues Seil gebracht, er wurde aufgehängt und blieb hängen. Aber das Gleiche passierte mit dem viel leichterwiegenden jungen Häftling. Wurde wieder ein neues Seil erholt. Und zu unserem Grauen, als sie dann aufgetan zum Zappeln, die Beine, wurden sie auf die Erde gelegt. Da kam der Lagerarzt, abgehört. Und ich sehe, wie er den Lagerführer zuwinkt. Was flüstert ins Ohr. Darauf nimmt der Lagerführer die Pistole aus der Kabine heraus und gibt den beiden noch einen Gnadenschuss in die Stirn. Die hatten am ein Lebenszeichen. Sowas ist so tief ins Gehirn verankert. Sowas ist unvergesslich. Diese Rücksichtslosigkeit, unbarmherzig, die Behandlung von uns Häftlingen. Da kam der Februar 1945, die Fronten kamen näher, und da haben die Nazis alle Lager, Arbeitslager, wie auch Konzentrationslager, entführt ins Reich. Und wir wurden, ich habe ein Schreiben von naheliegenden Bad Arolsen, wo sie registriert gefunden haben, dass ich am 25. Februar 1945 von Großrosen nach Klossenburg eingeliefert wurde und unter der Nummer 82.707 registriert. In diesem großen Buch des Registers ist heute einzusehen im Keller der ständigen Ausstellung der Gedenkstätte Flossenburg im rechten Gebäude, wo die Sauna war, links ist das Gebäude der früheren Küche. Wir sind den Faden verloren, aber der kommt wieder. Angekommen nach Flossenburg, das war nach 3 Tagen des Todesmarsches an diesem, um den 20. und 22. Februar wurden wir aufgefordert in diesem Dörner, dem Außenlager von Großrosen, wurden weggesetzt, Marsch. Ich sehe mich vor mir eine fast unendliche Reihe schwarzer Punkte, die Köpfe der Häftlinge sich abzeichnen am weißen Schnee. Hinter ihr genauso, ab und zu ein Schuss,
erstreckt, Kopf gewandt und sah ein SS-Mann, einen nicht mehr scharfen Häftling, der hingefallen ist, auf den Namen des Gift und liegen gelassen. Nachts wurden wir in eine Schreck reingepfercht. Kein Trinken, kein Essen, es blieb nur ein Haufen Schnee zu legen, eine Handvoll Schnee in den Mund anzulegen. Wir kamen dann an in eine Stadt, wurden zugesetzt und als der Stuck nach einer langen Zeit mit vielen Pausen, um andere Züge vorbeizulassen, wir kamen an, aus dem Waggon ausgelacht, sah ich Flossenbürg. Von diesem Flossenbürg habe ich nur zwei Bilder bewahrt. Flossenbürg ist ja bekannt vom Steinbruch und Messerschmied Flugzeugteile. Wir wurden untergebracht in Baracken. Eine Brücke, nicht viel breiter als dieser Punkt hier, 2 Meter lang. Wir lagen da zu viert mit den Beinen beieinander, aufgewacht morgens mit einem kalten Fuß an der Wange, wieder eine, den Geist aufgegeben. Dann wurden wir angeordnet, angefordert, die Leichen rauszuholen und am Eingang der Baracke schön aufzulegen, dass es dann beim Appell abzählen die Summe der Häftlinge dieser Baracke stimmt. Ich war in Quarantäne, nicht im Arbeitseinsatz, und da sammelten wir uns auf dem Appellplatz. Wir hatten keine Winterkleidung und wir kuschelten uns dann zueinander, um wenigstens die Kälte fernzuhalten. Und da diese Gruppe wuchs, Neuringe gebildet, die Folge war, dass die im Kern sich befindenden Häftlinge waren am Ersticken, wurden raus, aber die im Außenring waren, hatten den Rücken der Kälte ausgesetzt, wurden so gerne mit anderen Körpern rundherum, um die Kälte fernzuhalten. Das Ganze bewegte sich über den Appellplatz. Ein Bild wirklich wie Bräugel. Das nannte man den Ofen, nachdem ich dann erfahren habe. Und wie ich gesagt habe, um den 20. März, sind wir aufgefordert worden, diesen Ort, der für mich war, Kälte, Hunger, Tod. Das war meine Erfahrung, die ich mit mir mitgenommen habe, als wir hinzugesetzt wurden und von Flossenbürg sind wir gelandet in Konzentrationslager Natzweiler Struthof, Arbeitskommando Offenburg. Da war eine ganz andere Art Lager, keine Baracken, 2 gemauerte Häuser, 3 Stockwerke. Und das Kommando aus Flossenbürg, die Häftlinge waren eingesetzt, um die Schienen zu reparieren, nach Bombenanschlägen wieder in Gang zu bringen. Die Eisenbahnspur. Ich wurde aufgrund einer, wahrscheinlich haben sie irgendwie doch mich ausgebracht in Flossenbürg, da stand etwas von der Wäscherei, meine Mutter. Ich wurde eingesetzt, um die Wäsche der Wache zu waschen. Ich sehe mich in einem normalen Badezimmer, Badewanne, gefüllt mit heißem Wasser. Der Dampf war so dicht, dass man durchziehen konnte. Ich habe an diesem Waschbrett die Unterwäsche der Wachen gewaschen. Eines Tages ist ein Malheur passiert, zerrissen, wurde zur Strafe über einen Tisch gespannt. Füße und Hände unter dem Tisch zusammengebunden, Hose runter. Ich sollte mitzählen, verursacht um 25. Schlägen auf den nackten Hintern. Bei Nummer 8 war ich weg, Ohnmacht gefallen.
abgewacht auf meine Brüste. Konnte nur auf dem Bauch liegen, nächsten Tag, bis Schorf die Wunden bedeckt hat. Und wir nahmen dann diesen, und den 20. April wurden wir wieder aufgefordert, auf dem Hof aufgestellt und dann zum Bahnhof gebracht und diesmal in Personenzügen eingesetzt. Der Zug setzte sich in Bewegung und nach nur kurzer Zeit hörte wie Motorgeräusche durch unseren Köpfen. Das waren französische Attackflugzeuge, hörten Explosionen, der Zug stehen geblieben, die Lok war beschädigt, wir wurden aus den Waggons raus befördert und Hügel auf, Hügel runter in dem Wäldchen. Und auf einmal, zu unserem Erstaunen, waren die Wachen weg. Und zum noch größeren Erstaunen sahen wir im Gebüsch und ihr Formstück, die Mütze mit dem Totenkopf, Jagd mit dem doppelten Blitz SS-Zeichen. Wir haben uns auch in die Büsche geschlagen, abgewartet. Dann hörte ich wieder Schüsse und so schwach ich war, aber doch gelenkig, ja, auch ich heute beweglich bin, haben sie mir geholfen, meine Kameraden am Bauch hochzuklettern. Ich konnte ins Tal runterschauen und sah, dass ein Block ankam vom Westen, also vom Osten, angekoppelt, der Zug, nachdem sie Leute angetrieben haben, in den Zug gesetzt, nach links, also Richtung Osten. Wie ich dann aus dem Buch von Fred Tendler erfahren habe, hat geschrieben mein Buch Die 10 Tage an der Ahr, also der Fluss da. Die Absicht war, den Zug mit Insassen in den Bodensee zu drängen. Das wurde aber verhindert. Wir setzten uns in die gegensätzliche Richtung und Bewegung, die kam an und plötzlich kam hinter der Kurve ein Lastwagen uns entgegen und da saß an einem Maschinengewehr ein schwarzes Gesicht mit einem Turban auf dem Kopf. Ich wusste nicht, was das ist, rein in den Wald gesprungen, aber da hörten wir einen Schuss. Da kamen wir raus, Hände hoch. Da kam entgegen ein hochgewachsener Soldat in einer ganz anderen Uniform, Khaki-Uniform, mit einer Pistole gegen uns gerichtet. Als er näher kam, zeigten wir KL mit Kalkfarbe aufgemalt auf der Jacke und auf den Kopf. Uns wurde uns zum Kennzeichnen als Häftlinge mit einer Haarschneidemaschine einen Streifen rausgeschnitten, um uns als Häftlinge zu kennzeichnen. Wir nannten das die Läusepromenade. Und wir kamen an, nach einigen Kilometern, da sah ich Donaueschingen. Die Stadt war menschenleer. Ich ging rein in ein Haus, mir ein Hemd, Jacke, Unterwäsche, Socken, ein paar Schuhe geholt. Da kam schon entgegen Fremdarbeiter mit Handwagen vollgepackt mit Sachen. Wir gingen vorbei an einem Hausstand, Gasthof zur Sonne. Da habe ich vorgestanden, dass wir uns da niederlassen. Ich habe die Kollegen, die Kameraden gewarnt, schon ein Funke vom Künftigen, eine Berufung, Beruf Arzt, dass sie, wenn wir Essen finden, nicht zu viel essen, das kann uns schaden. Unser Magen ist nicht gewöhnt an viel Essen. Ich habe selbst aus Mehl ein bisschen Salz im Wasser etwas aufgekocht. Abends, ich musste mich auf dem Fußboden hinlegen, um einzuschlafen. Ich hatte ein Gefühl, dass ich falle in diesem weichen Federbett. Nach einigen Tagen habe ich den Arzt der französischen Armee aufgesucht. Ich fühlte mich schlecht, hatte Fieber, die Diagnose gestellt, Fleckfieber,
bin ich ins Lazarett Donaueschingen eingewiesen. Es muss ein paar Wochen vergangen sein, es war schon Mitte Juni, als ich aus diesem Delirium aufgewacht bin. Dann stand ich vor dem Eingang zum Lazarett mit einem Papier, auf dem stand die Person, die den Namen, Geburtsort, Geburtsdatum angegeben hat, behandelt wegen Fleckfieber und als gesund entlassen. Da stand ich da. Kein einziges mir bekanntes Menschenwesen, an den ich Kontakt aufnehmen könnte. Da ging ein älterer Herr vorbei, wir kamen ins Gespräch und da sagte, weißt du, es gibt eine Gruppe deinesgleichen vom Konzentrationslager im nächsten Dorf, etwa 10, 11 Kilometer. Ich hatte ja kein Gepäck, hatte nichts. Mich dahin geschleppt und wieder meine gute Stellen. Da waren etwa 20 junge Überlebende. Die haben mich Fahrräder besorgt und am nächsten Tag, also wäre ich später gekommen, wären sie nicht mehr da. Und da weiß man nicht, wie sich meine Lebenswege geartet hätten. Wir kamen an einen Bahnhof und das Phänomen, dass wir haben noch hingewiesen, dass wir Überlebende vom KZ sind, da hat der Schaffner abgewinkt, okay, fährt mit. Angekommen Konstanz am Bodensee, untergebracht im Hotel Metropol, das liegt in Konstanz. Links um die Ecke, etwa 50 Meter, ist die Schranke, Übergang in die Schweiz. Denn die Stadt Konstanz ist ja in zwei Ländern, Schweiz und Deutschland. Ich ging wieder zum Arzt zur Kontrolle und da festgestellt, dass ich Erholung brauche. Er hat mich eingewiesen in das Sanatorium an der Hanninsel Reichenau. Und da war ich, morgens bekam ich als erstes Frühstück einen Krug Rotwein und ein Paket Coloas. Wir waren vier in diesem Zimmer und ich kann kaum berichten über was außer dieses Sanatoriums des Hauses war. Denn ich habe entdeckt, dass da eine Bibliothek war und ich saß jede freie Zeit gelesen und gelesen. Aus dem polnischen Schulgang, 6 Jahre der Grundschule, konnte ich ja lesen. Und aus dem Jiddischen konnte ich die Worte verstehen. So mit der Zeit habe ich mir die Kenntnis, eine passive Kenntnis der deutschen Sprache angeeignet, aber ich konnte nicht sprechen. Ich pflegte die Kameraden in der Stadt zu besuchen, gab es einen Shuttle. Und dieses Tages saßen da zwei junge Frauen. Als ich mich vorgestellt habe, Weintraub, fragten sie, woher kommst du in Polen? Dachte ich, Lodz. Oh, wir kommen aus Bergen-Belsen auf der Suche nach Überlebenden. Und wir haben in Bergen-Belsen 3 Mädchen aus Lodz getroffen. Lola, Franka und Mala, meine Schwester. Wieder mein guter Stern. Die waren nur einen Tag auf der Durchreise. Hätte ich einen Tag früher, einen Tag später gekommen, um meine Freunde zu treffen. Wer weiß, wie sich meine Wege gestaltet hätten. Wie dem auch sei, ich habe mich verabschiedet im Sanatorium, auch kein Gepäck gehabt. Auf den Weg begeben mit Autostopp, war kein regelrechter Verkehr zu dieser Zeit, im September 1945. Nach Celle angekommen in Niedersachsen, mich durchgefragt, wie kommt man in das frühere Lager, jetzige DP-Lager Bergen. Sagten mir, auf diesem Platz gibt es einen Shuttle. Da war wirklich ein Autoklappe runter. Jemand hielt mir rauf auf die Plattform und ruft aus, du lebst! Ein ferner Verwandter hat mich hier wiedererkannt und erzählte mir, deine Schwester sitzt in Trauer seit einigen Tagen, denn ein Freund der Familie, Feller Kuppermann, hat dich in Auschwitz-Birkenau, im Block Nummer 10, gesehen und war Zeuge, als alle Jugendlichen auf diesem Block als arbeitsunfähig
in die Gaskammer gebracht worden und ermordet. Er hatte keine Ahnung, dass mir auf die beschriebene Weise gelungen ist, Auschwitz zu entkommen. Ihr könnt euch versuchen vorzustellen, die große Freude, den totgeglaubten Bruder wiederzutreffen. Berge Bese war schon ein jüdischer Organisation schon aktiv, hat schon versucht, Visum nach Australien, nach Amerika. Und es war ein regelrechtes Schwarzhandel. Aber auch eine Gruppe Soldaten in britischen Uniformen, palästinensische Juden, die eine Jewish Brigade gebildet haben, die zusammen mit der englischen britischen Armee gegen die Nazis gekämpft hat und nach dem Kriege sich uns junge Menschen angenommen hat. Ich wollte aber, nachdem ich mich endlich als freier Mensch, als soziale Einheit mit Familie endlich als freier Mensch gefühlt habe, mich mir überlegt, ich wollte mit Menschen arbeiten, also Lehre oder Arzt werden. Es gab zu dieser Zeit eine Verordnung der britischen Armeeverwaltung in der britischen Besatzungszone Niedersachsen, dass alle Hochschulen einige Plätze freihalten sollen für Überlebende, für die Peace. Und ich habe so einen Platz bekommen. Ich habe das Schreiben hier, an dem steht, in Englisch von der UNRWA geschrieben, dass mir ein Platz gesichert ist auf der medizinischen Fakultät in Göttingen. In diesem Schreiben bin ich nach Göttingen gekommen und da war ein Gespräch mit dem Rektor, Professor Hermann Rhein, Physiologen, der liebenswürdige, gut wohlmeinende, entgesetzte Mann versuchte mir eindringlich auszureden, diesen Platz auszunutzen. Junger Mann, ist es nicht schade, die Zeit zu vergeuden? Wir können doch nicht wagen, nach 6 Jahren Grundschule ohne Sprache an der Universität Medizin zu studieren. Ich kannte kein Deutsch, wie gesagt, aber ein paar Worte habe ich gelernt, die habe ich ja eigensinnig wiederholt. Lassen Sie mich versuchen. Er hat aufgegeben, nicht ich, habe Schreiben bekommen, das Dekanat zur Probe für ein Semester eintragen und sollte ich gegen erwarten, Prüfungen von allen Fächern des ersten Semesters erfolgreich bestehen, dann wieder weitersehen. Ich habe es geschafft. Ich hatte zwar Hilfe, das ist ein anderes Kapitel von Rachmi Brand. Und dann habe ich getroffen Peter Hof, studierende slawische Sprachen. Der hat sich umgeschaut nach jemandem in Polnisch. Und ich habe gesucht nach jemandem, der Deutsch beibringen kann. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit eingeleitet, die fruchtbar war, denn als wir nachdem wir 1947 geheiratet haben, kam 1948 unser erster Sohn von 3 Söhnen. Der Michael ist im Januar 1948, damit ist er heute 75 Jahre mein ältestes Kind. Der zweite Robert ist jetzt 70 und der jüngste Angie ist 68, auch im Januar. Robert ist am ersten Weihnachtstag 1942 geboren, in Polen. Ich habe mit großer Begeisterung studiert. Mein Gehirn war ja leer, aufnahmefähig. Und wir waren sehr begnügt. Ich wurde von der jüdischen Gemeinde in Göttingen unterstützt. Meine große Schwester war schon seit November 1945 in Ortmessungen bei Lüneburg aus Hausmutter in einem jüdischen Waisenheim. Und meine andere Schwester haben mir mitgeholfen. Und als die jüdische Gemeinde entdeckt hat, dass ich nicht nur eine Berlinerin
eine Deutsche geheiratet habe, sogar einen Sohn mit ihr habe, haben sie mich von der Liste gestrichen. Stand ich da. Da ging ich zum polnischen Konsulat in Hannover, wollte zurück nach Polen, ein Geburtstag fahren. Da sagten wir, wir brauchen fertige Ärzte, hier hast du 250 D-Mark pro Monat. Und kommt nach Hause als fertiger Arzt. Und das ging ja gut so weit, bis zum Oktober 1950. Da ist der Koreakrieg ausgebrochen und Polen, wie der große Bruder, die Sowjetunion, Stellung genommen wie Nordkorea. Und da wurden infolgedessen wurden alle Vertretungen, Konsulate der Oststaaten im Westen geschlossen. Da stand ich wieder da ohne Einkommen. Und da habe ich mich gemeldet zur Repatriierung, also zurück nach Polen zu kommen. Meine Frau hat kein Einreisevisum bekommen mit meinem Sohn. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich erreicht habe, dass sie nach Polen reingelassen wurde. Mein Studium beendet, Arbeit bekommen sofort der ersten Frauenklinik der Medizinischen Akademie und im Jahr 1966 meine Doktorarbeit verteidigt. Im gleichen Jahr wurde eine freie Stelle als Oberarzt im naheliegenden Städtchen Ottfurt, ein Kurort. Und ich habe das Ausschreiben gewonnen von drei Kandidaten. Ich war nach 13 Jahren in der Klinik Facharzt und mit Doktortitel. Und da kamen die drei besten Arbeitsjahre meines Lebens. Peinlich bemüht, alle Fehler, die ich bei meinen Vorgesetzten gesehen habe, zu vermeiden. Arbeitsart einzuführen, wo alle Mitarbeiter gemerkt haben, dass ich alle einsehe als notwendig in der Kette der Hilfeleistung für die hilfesuchenden Frauen. War auch von der Aufräumerfrau bis Krankenschwestern, Kollegen, alle waren wichtig. Wenn die Aufräumerfrau den Operationssaal nicht sauber machen kann, kann ich operieren. Nun war meine Rolle als Oberarzt, ich hatte die ganze Verantwortung für alles. Ich habe in dem Krankenhaus gewohnt, nur ein, zwei Mal in der Woche meine Familie in Warschau besucht. Meine Frau hat sofort Arbeit bekommen im Verlag, Buch, Książka und Wissen, Książka i Wiedza. Und hat die Redaktion der sehr gelungenen Zeitschrift Polen, kam raus in vielen Sprachen. Sie hat die Redaktion der deutschen Auflage gehabt. Sie war eine wirklich begabte Übersetzerin. Wenn euch das Wort Janusz Korczak nicht fremd ist, hat sie die Werke von Janusz Korczak ins Deutsche geführt und im Verlag Wanderheck und Rupprecht und Göttingen haben sie publiziert und haben dann 1972 den Friedenspreis der Deutschen Buchhändler bekommen. Für beide leider nach ihrem Tod, denn meine Frau Hof, Katja, ist ein Jahr nach der Einwanderung nach Schweden gestorben. Ich habe sie miterlebt. Dieses Achso, die Batterie alle. Ah, ja. Ja, jetzt geht es. Okay, ich kann versuchen, laut zu sprechen. Dann habe ich noch ein paar Minuten. Leider kam das Jahr 1968, wo eine von oben gesteuerte Welle von Antisemitismus eingeleitet wurde und die Juden wurden wirklich wieder verfolgt, brutal aus der Arbeit entfernt und nach einem langen Prozess
wurde ich im Februar 1945 aus meiner Stelle als Oberarzt entfernt und die Leitung der Kommunistischen Partei hat eingerichtet, dass wir Polen jüdischer Herkunft haben das Recht, Polen zu verlassen, unter Bedingung, dass wir uns der Staatsangehörigkeit entsagen und ein Papier in die Hand bekommen, der Bürger so und so hat das Recht, Polen zu verlassen in eine Richtung, in ein Reisedokument, nicht mal Pass, $5 erlaubt mitzunehmen. Und die Richtung war gegeben durch Vermittlung der holländischen Botschaft, ein Einreisevisum nach Israel. Nun kam das Überlegen. Ich war egoistisch zu dieser Zeit und wusste, dass meine drei Söhne nach kurzer Zeit in Israel in die Armee gezwungen sind, einzutreten. Und da ich ausgerechnet habe, dass wir vom Krieg waren wie nächste Angehörigen, die Eltern, meine Eltern, Großeltern und die Cousins, über 80 Personen, und davon haben wir 1945 waren wir 16. Also 4 von 5 sind ermordet worden, nur 1 von 5 hat überlebt. Das darauf rücksichtlich genommen, sagte ich mir, ich will meine Söhne nicht der Gefahr aussetzen. Wir haben genug an Menschenleben Zoll gezahlt. Nach Deutschland zurück, was das Einfachste wäre, Frau aus Berlin, deutsches Studium, nicht nur normales Studium, denn nach 4 Semestern hat das Dekanat bei der Vorbereitung der Liste für die ärztliche Vorprüfung, Risikum, entdeckt, dass ich kein Abitur habe. Ich konnte mein Abitur Zeugnis nicht finden. Ich habe sie aufgeklärt, es ist unmöglich, etwas zu finden, was nie existiert hat. Und da war richtig. Ich aufgefordert, die Uni zu verlassen. Aber es gab eine Lösung, und zwar, es gab eine ganze Reihe von jungen Soldaten, die kamen zurück aus der Kriegsgefangenschaft, Frankreich, England, Amerika, die auch nach dem Goebbels 1942 den totalen Krieg ausgerufen haben und alle Hoffnungen geschlossen, den wurde eine Möglichkeit gegeben, zur Abiturprüfung anzutreten, ohne wieder zurück auf die Schulbank zu kommen. Nach einem Ersuchen zum niedersächsischen Kultusminister hat zugestimmt. Da konnte ich im Oktober 1948 in der Humboldt-Schule in Hannover meine Abiturprüfung ablegen, erfolgreich. Und konnte dann nach Hause kommen, mein 10 Monate jungen Sohn Michael, sein Papa hat Abitur bestanden. Ja. Und das war nach 2 Jahren Studium. Also die Entscheidung fiel auf ein neutrales Land, denn ich konnte mir zu dieser Zeit nicht denken, mich in Deutschland, in dem Land der Täter niederzulassen. In Schweden brauchte Ärzte, wurde mit offenen Armen aufgenommen. Nach 10 Monaten nur Sprachprüfung bestanden und wurde eingesetzt als Arzt im hohen Norden, in Luleå, nahe des Polarzirkels. Und dann bin ich erst im August 1970 nach Stockholm zurückbekommen und in Südkrankenhaus Arbeit bekommen. Am 2. Weihnachtstag 1970 ist meine Frau gestorben und
Nach 6 Jahren habe ich meine bessere Hälfte getroffen, bin geheiratet, habe endlich Ja gesagt, Eva Maria. Mit Eva Maria haben wir eine wunderbare Tochter, Eva Maria Leon Emilia, Namen bekommen. Und das ist der einzige meiner Kinder, die in meine Spuren gegangen ist, ist Frauenärztin, Geburtshelferin, hat am 2. Dezember vorigen Jahres ihren Doktortitel erworben, promoviert worden nach einer wunderbaren, wirklich gediegenen Doktorarbeit über Geburtsschäden bei Frauen. Und ich bin ein älterer Herr, das Wort alt ist mir noch fremd, und bin glücklich, ein zufriedener Mensch mit einer wunderbaren Familie. Und nachdem ich nun mit 71 Jahren in den Ruhestand getreten bin, ich war noch arbeitsfähig, aber nach Überlegungen habe ich mir gesagt, ich will besser jetzt mich zurückziehen, als in 10, wo man sagen würde, ach, schade sein, guter Arzt, als 10 Jahre später, dass ich höre, nachgerufen, endlich hat der alte Knacke aufgerufen. Eigentlich ist das Ende meines eigentlichen Berichtes. Aber trotzdem möchte ich noch, von der Zeit erlaubt es noch, ein paar Worte zu sagen. Als Geburtshelfer, nachdem ich geholfen habe, den Kopf des Neugeborenen auf den Mutterschoß aufzukommen, das Licht der Welt zu erblicken, in diesem Gehirn gibt es keine Weltanschauungen, keine Stellungnahmen, aber auch keine Vorurteile. Das wird alles dann in das Gehirn eingefügt. Somit haben wir eine Möglichkeit, dieses Gehirn zu beeinflussen. Zweitens, lege ich das Skalpell auf beim Operieren, wie auch die Farbe der Haut ist. Ich versichere euch, das Gewebe unter der Haut ist total, absolut identisch bei allen Operierten, woher sie auch kommen. Und wie auch die Hautfarbe ist. Und dann, wir sind auf diesen Erdglobus zur Welt gekommen. Und wie die Astronomen sagen, entdeckt haben, dass es nicht nur Tausende, Millionen, sogar Trillionen von solchen Galaxien wie unser Sonnensystem gibt. Da sind wir also ein winziges Stäubchen im Weltall, im Kosmos. Und auf diesem Stäubchen noch die Einwohner in tausende Gruppierungen zu verteilen, die leider über das heute Leben mit Russlands brutalen Überfall in Ukraine, gibt es immer noch Kriege und sogar Anhänger des gleichen Gottes, des gleichen Propheten, nur weil die einen folgen dem Schwiegersohn von Mahomet, die anderen einen Gelehrten von Islam, Schia und Sunni, sich die Hälse abschneiden, weil sie anderes Ritual haben. Und auch die Christen, den gleichen Gott, den gleichen Propheten Christus, aber wegen anderer Rituale nach Luther, auch doch heutzutage in Irland gefädert sind zwischen Katholiken und Lutheranern. Das ist für mich unbegreiflich, ein Paradox. Ist es nicht einfach, freundlich untereinander zu leben? Ist es nicht teurer, feindlich sich töten, viel größere Anstrengung als einfach freundlich und hilfsbereit zu sein. Denn freundlich zu sein, hilfsbereit, kostet ja nichts. Aber gegenseitiges Töten ist sehr teuer. Eine Revolution. Das ist der Abschluss meiner Anführung. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sind als Menschen geboren. Und hilf bitte allen jungen Menschen, Mensch zu bleiben, Leben lang.
Danke für das geduldige Zuhören. Vielleicht auch nachher dafür sorgt, dass wir rechtzeitig Stopp machen. Ja, möchte jemand eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich habe das Buch Förster von dir über dich einmal gelesen, habe ich gedacht, das muss noch mal lesen. Und ich hatte dann das Gefühl von der Stimmung her, ich habe das dich vorhin schon mal gefragt, aber für die anderen vielleicht auch spannend, dass das Trauma Polen, deine Heimat, wann war das, 69, verlassen zu müssen, auch erheblich war. Dass es dich so betroffen gemacht hat, dass du nach Schweden gehen musstest und dass die Stimmung da auch richtig kippt in dir. Das ist leicht zu erklären, leicht zu erklären. Denn als mich die Nazis unterdrückt haben, verfolgt, war eine, kann man ruhig sagen, Selbstverständlichkeit. Ich war der Feind. Zeit Nummer 1, dass ich dann von Polen übles erfahren habe, das war eine ganz andere Reaktion darauf, denn das war von Leuten, die ich glaube, das sind die meinen, dass wir zusammengehören. Und das ist sehr schmerzhaft. Ich habe lange darüber getrauert und darum ist die Stimmung, wenn ich darüber berichte, bin ich ein anderer Mensch. Mein Körper, meine Ausdrucksweise, meine Mimik und Gesicht zeugt davon, dass ich über etwas noch schmerzhafter erzähle als die Behandlung durch die Nazis. Das war viel schmerzhafter. Und von eigenen verraten zu werden, verfolgt zu werden, das erlebt man viel intensiver, schlechter, als wenn man von einem gegebenen Feind, der mich als Feind Nummer 1 ansieht, verfolgt zu werden. Das war ja gegeben. Das ist die Antwort. Das ist noch eine Frage. Wenn von oben jemand fragen möchte, wir sind ein bisschen geplättet.